Wir haben einen Dungeon gefunden mit jeder Menge Viechern. Also das ist echt, das ist ein riesiger Wasserfall, Hubi. Komm, mach mal einen auf, Nein. Auf Cliff. Na komm. Du hast die Rüstung. Klippenspringer, ja, als Klippenspringer. Guck mal, die Qualle versucht da hochzuschwimmen. Können wir hier noch ein bisschen das Wasser abtragen, was auf der anderen Seite ist, ja? Hallo Piranha. Nein! Der kommt nicht runter. Den habe ich vorhin platt gemacht, so. Ich wollte an die, genau, an das Ding hier. Das ist aber echt praktisch, muss ich sagen. Ups, nee, das wollte ich doch gar nicht. Wie sieht's oben aus? Frau Knorker. Ja, ich baue hier kräftig weiter die Treppe. Ich mach alle Löcher zu, dass da die netten Monster nicht rauskommen. Die netten Monster nicht rauskommen, aber nette Monster. So. Könnt ihr euch selber rausholen, wenn ihr das denn möchtet. Oh, da geht's ja steil runter mit Skeletten und so. Hubi, du hast keine Rüstung, ne? Nein. Ich glaube, wir sollten mal langsam sicher doch für mehr Rüstung sorgen. Das könnte uns jetzt ins Auge gehen. Lass erstmal Wasser ablaufen. Ich mach mal den Piranha platt. So. Ich gehe mal auf Erkundungstour. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Außer schwachen Heiltränken, meine ich. Ich habe zum Beispiel Silber gefunden. Das ist hervorragend, dann können wir mal gucken, ob wir ein bisschen bessere Rüstung machen können. Ja, ein bisschen mehr Licht brauche ich dann doch noch. So. Also wir sind jetzt wirklich extrem tief. Knorker ist 1200 Fuß über uns. Ja, ihr seid 1600, 1700 unter mir. Bist du ganz oben? Nein, ich bin, keine Ahnung, ohne Tiefenmeter weiß ich nicht, wo ich bin, aber ich bin ziemlich tief. Weit unten. Also sind wir nochmal deutlich. Au, 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 da war ein Wurm. Böser Wurm. Aber nichts, was ich mit meiner Pickaxe nicht hinbekomme. Nee, vor allem haben wir dieses scheiß Höhlensystem immer noch nicht geflutet. Da kommt immer noch Wasser von oben. Vor allem, wir haben da oben immer noch mehr Wasser. Das ist nur noch nicht freigegeben. Da ist der Antrag 28b noch nicht frei. Ah, 28. Ah, guck mal, ich habe ein Herz gefunden. Hubi? Ja? Magst du das haben? Ich habe das letzte Jahr schon gehabt. Ja, ich komm mal. Ich hab's schon abgegraben, ich kann's dann rüberbringen. Ich muss nur wieder hüpfen können. Hüpf! Und irgendwie muss ich wieder zu dir, glaube ich. Das könnte eine Schwierigkeit darstellen, wenn ich nicht keine Treppen baue. Und bauen wir mal eine Treppe. Gesundheit, glaube ich. Nein. Nein? Da war's Husten. Okay. Kann ich aber brauchen, Gesundheit. Oh, Cotweb. Le Köppe Weppe. Brauchst du eigentlich weiter runter, Hubi? Gerade noch nicht. Ich bin gerade so ein bisschen. Oh, da kommt noch mehr Wasser. Mein Gott, das hat meine Fackeln getötet. Deswegen muss ich die erstmal einbauen. Oh, jetzt geh endlich ab. So. Kurz eine Fackel hier reinbasteln. Damit die auch ganz bleibt. So. Fackel geschützt. Hier noch einer dazwischen. So, wo ist denn jetzt wieder mein... Da ist das. Bist du eigentlich? Achso, ich kann ja gucken, wo du bist. Du bist links von mir 105, ich sehe dich ja sogar. Ach, du schützt dich gerade vor den Viechern. Ja. Ich versuche hier wieder hochzukommen, aber komme ich. Jawohl, ist gut. Du hast diese Abbau, dieses Aquädukt gebaut. Ja. Dann komme ich mal hier rüber. Ah, das ist ein Minenarbeiter.
den du gerade erlebt hast. Haken. Haken. Hast du was? Ich habe Haken gefunden. Sehr schön. Und ich habe ein Herz für dich. Wenn ich es diesmal richtig werfe, mit der rechten Maustaste dann. So, jetzt geht jetzt auch ein bisschen Wasser flöten, aber es macht nichts. Ich muss mal gucken, dass ich den hier erstmal wieder einbuddel. So, und dann machen wir es eins tiefer. Bombenstatue. Was? Ich habe eine Bombenstatue. Es gibt eine Bombenstatue? Achso, eine Statue als Bombe. Meinst du Bomben? Ah, okay, jetzt hab ich verstanden. Das Herz habe ich im Übrigen. Warte mal. Scheiße, nein! Schon wieder selber benutzt. Es tut mir leid. Ja. Du bist so unfähig. Nee. Spring da runter und töte das draußen. Es tut mir leid. Ich wollte die rechte Maus, das hat die linke geklickt. Das kann doch nicht passieren. Mach ich wenigstens Piranhas Platz. Hier unten gibt es jede Menge Herzen noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Lass dich das nächste Mal doch dich abgraben, sonst passiert mir das nämlich nochmal. So, ich grab dann mal weiter. Ich treibe hier mal ein bisschen Kupfer. Ah, schön. Aber wassertechnisch sieht es schon besser aus, auf jeden Fall. Oh, da kommt ein Skelett an, sehe ich gerade. Durch Zufall. Hier hinten ist noch eine große Höhle. Noch eine, ja, hier vorne auch. Böse Qualle. Komm her, du Qualle. Ja, geht doch. Ah, Leuchtstab, sehr schön. Der kommt direkt wieder hier rein zum Buddeln dann. Mein Gott, hier ist noch mehr Wasser. Kann man das Skelett platt machen? Aua! Und das ist platt. Luft geholt. Die Fackel hat schon wieder entwässert. Höher bauen noch. So. Und da war Licht. Das hört sich bitte nicht gesund an. Geht schon. Fledermäuse. Nein. Boah, was denn? Was? Ist runtergefallen? Ja, und? Es ist dunkel, richtig? Ich kann nicht schwimmen. Du musst jetzt gucken, wo ein Luftloch ist. Wir haben ein Luftloch gebaut. Ja, super. Ich will aber ich will einfach nach oben. Ich will ja gar kein Luftloch. Dann musst du sterben. Ja. Oh, so wie ich gleich, wenn ich gleich keine Luft hole. Luft. Muss. Luft. Oh, so. So, noch mehr Wasser, was in die rechte Höhle geflutet wird. Wie schwimmt man eigentlich nach oben? Nur wenn man Schwimmflossen hat, ne? Ich glaube so, ja, keine Ahnung, Schwimmflossen waren auf jeden Fall fürs Meer gut, wenn man das mal findet. Weil ich kann nicht nach oben schwimmen, ich tauche automatisch nach unten. Ja, ich weiß. Deswegen musst du Luftlöcher suchen, falls du nicht sterben möchtest. Wenn du sterben möchtest, bist du natürlich wieder oben. Ich lasse mich jetzt sterben. Tu das. Weil sonst komme ich ja dann niemals hoch. Nee, falsche Taste gedrückt und... Weg war er. Genau. In den Abgrund gefallen. Into the darkness. ja, aber echt. Oh Mann, ey. Kann das Wasser nicht irgendwie in die Hölle ablassen? Dann verdampft es doch. Ja, was meinst du, was wir gerade die ganze Zeit versuchen? Nein. Doch, tut's wirklich, aber... Oh, Knorker ist tot. Ja. Nur ein toter Knorker ist ein guter Knorker. Ja. Da kommt ein Wurm im Übrigen. Das ist das Rote da. Ach, das ist ein Herz. Guck mal, wir haben ein Herz gefunden. Und diesmal darfst du es selber abbauen. Allerdings ertrinke ich gerade, das ist nicht so gut. Ich auch. Bau uns ein Luftloch. So, dann holst du mal das Herz und ich bin noch mal ein bisschen weiter hier.
Im Übrigen ist hier noch mehr Wasser. Möchte ich nur mal erwähnt haben. Ey, the fuck? Oh, ich hätte noch eine kleinere Welt nehmen sollen. Nein, nein, das ist toll. Ja. Ist das wirklich ein Luftloch da über uns? Ich glaube, ich kann... Achso, da. Jetzt sehe ich mal das Luftloch. Das ist neben dran gewesen. Das ist aber gleich kein Luftloch mehr, wenn es so weitergeht, ne? Dö. Oh, ich stecke fest. Doch, das hält. Nochmal zum Luftloch. So. Ich mach mal Risiko. Nein, ich hänge immer mit dem Kopf fest. Der Helm ist zu dick. Hast du noch so ein Leuchtstäbchen? So nach rechts oder so? Dass ich genau nach rechts da. Okay, das ist gut. Danke. Ist sogar noch besser. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber ich versuche es trotzdem. Ah, da oben ist ein Luftloch. Mal, das sind Fackeln. Ich versuche jetzt hier noch mehr Wasser abzutragen, indem ich das nach rechts verdingse. Umlager. Gott, denken. Denken ist noch nie so schwer gewesen hier unten drunter. Habe ich erwähnt, dass ich vor Wasser und Ertrinken eigentlich wirklich Angst habe? Gut, welcher Mensch nicht, aber Ich wollte gerade sagen, hallo? Auch in Spielen habe ich da so ein bisschen eine Phobie vor. Ach ja, ähnlich bei Fernschrei 3. Der Knörk hat im Übrigen diese komische Angewohnheit, alles zu verdeutschen. Ja, so gehört sich's auch. Aber Deutsch ist so eine komische Sprache. Warum hängt das Wasser hier in der Luft? Ach so, das komisch abrutscht. Deutschen mögen ihre eigene Sprache nicht. Das ist richtig. Dann verwenden sie überall englische Begriffe. Das ist unglaublich. Nur schön, dass Far Cry 3 ja nicht von Deutschen gemacht wurde. Ey. Ah ja. Hier hängt das Wasser auch in der Luft. Sei froh. Nein! Jetzt muss ich hier durch, ganz schnell. Boah, Luft, gerade so. Ich will ja nichts sagen, aber rechts ist noch mehr Wasser. Aber ich glaube, das ist schon das Wasser, was wir abgetragen haben. Links ist auch mehr Wasser, also. Das ist. Ich komme jetzt wieder zu dir rüber. Unten drunter ist noch mehr Wasser. Das macht nichts, das musste sein. Hi. Oh oh. Nein, 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 langsam. So, jetzt kannst du. Los, ab. Müssen immer so Zwischenebenen machen. Aber bitte langsam. Langsam, oh Gott, diese schnell. Ich baue eine Fachrüstung. Das ist auch eine Idee. Und auf die Idee hätte ich mal früher kommen können. So kann man sich eventuell auch durchs Wasser graben, fällt mir gerade ein. You know? Eigentlich müsste irgendwas implementieren, irgendwas, was craften kann, um Wasser zu verdampfen oder was. Die Hölle macht das wirklich. Okay. So, ach, das ist gut hier. Das bisschen Wasser sollte uns dann helfen. Die Hölle ist unten. Guck mal, wir sind da. Da brennt sie mich schon unten. Langsam, halt, stopp, langsam. Ich grab mal ein bisschen Wasser dazu. Ja, ist eine gute Idee und ich weiß nicht, das müsste eigentlich die Hölle da unten sein. Ja, die Lava ist unter uns. Knorker, wir haben es geschafft! Na super, ich hol gerade noch Nachschub an Holz, damit ich weiter bauen kann. Ich sehe Lava, jede Menge Lava. Oh,
Und Quallen, jede Menge Quallen. Und ich bin tot. Ich bin ersoffen. Ich hab vergessen. Tronka. Oh. Ketten passen so auf, wirst du uns gleich gefressen. Oh mein Gott, ich bin wieder oben. Oh, Licht. Es tut so gut.